Ich danke wieder für die Einladung, hierher zu kommen. Ich bin selbstverständlich sehr gerne gekommen. Das ist die erste Bemerkung. Die zweite, zum Titel von meinem Vortrag, ich habe Dominik gesagt, da ich jetzt emeritiert oder pensioniert bin, werde ich eigentlich nicht mehr ein Klagelied über den Klimawandel hier kommen, singen. Das soll jetzt die Jüngeren machen und die, die noch im Amt sind an der Universität. Und ich werde eigentlich lieber so ein bisschen geschichtlich erzählen und vielleicht etwas, was vielleicht jetzt mehr Unterhaltungswert, ich hoffe es wenigstens. Darum habe ich das Thema gewählt, Klimawandel im Alpenraum, seine Bedeutung für Gletscherschwankungen und Passverkehr. Dabei muss ich gerade sagen, dass natürlich der Bereich, der Teil Gletscher nicht von mir stammt, sondern dass ich mich hier ausruhe auf den Arbeiten von anderen Kolleginnen und Kollegen. Es ist ja hier auch einer, der Hannes Müller, ein Studienkollege von mir, der auch Gletscherforschung gemacht hat. Und der Passverkehrsteil ist eigentlich etwas sehr Neues, wo bei uns die Archäologie und die Frühgeschichte Uni Bern und Zürich haben darauf geforscht und ich finde die Verbindung vom Ganzen eigentlich noch ganz spannend. Wenn wir uns im Alpenraum bewegen, im Rahmen des Vortrags, so müssen wir uns bewusst sein, der Alpenraum, das sehen wir auch hier Umgebung, ist schön, und ist natürlich auch Lebensraum. Aber was wichtig ist, er ist auch Transitzone. Er ist nicht nur Transitzone heute. Wir müssen uns also nicht nur konzentrieren, beispielsweise auf eine zweite, und dritte und vierte Röhre, sondern er ist früher ohne Röhre natürlich eine sehr wichtige Transitzone gewesen. Und das Transitproblem hängt nachher auch zusammen mit der ganzen Gletscherfrage. Aus diesem Grund habe ich auch das eigentlich hier verbunden. Und wichtig scheint mir, dass man eben sagt, dass man eben sieht, dass der Raum auch immer schon ist belebt war und dass Leute dort gewirtschaftet haben. Und die Frage ist jetzt auch, wann sind die Leute gekommen und wie haben sie gewirtschaftet, wie haben sie eben das Problem Transito bewältigt. Ich muss euch zuerst wieder vielleicht einführen, das Problem, wenn wir nachher einzelne Fragen diskutieren zu Transit und zu Gletscher. Und zwar mit der Tatsache, dass die Erde eigentlich eine Wärmekraftmaschine ist. Und die Wärmekraftmaschine, die wird angetrieben von der Sonne und die Bewegungen, die entstehen, die natürlich aufgrund von Energiedifferenzen entstehen, die sind, wie gesagt, angetrieben von der Sonne. Ihr seht hier eine Aufnahme aus dem Satellit. Und zwar seht ihr einerseits hier den Grafenort. Und ihr habt nachher in Afrika, Nord-, Südamerika, Asien. Und was wir hier sehen, ist in heller Farbe, also in weiss, es ist im Wasserdampfkanal, weiss ist Bewölkung, ihr seht also Bewölkung entlang vom tropischen Raum und ihr seht auch Bewölkung gegen Polarraum und ihr seht hier einzelne Wirbel. Und wenn wir jetzt den Antrieb und die Dynamik, die entsteht im Klimasystem, beurteilen wollen, dann müssen wir echt die Wirbel beurteilen. Bewegungen sowohl in der Atmosphäre wie auch im Ozean, die ganze Vegetationsdynamik und Bodendynamik auf dem Festland und natürlich auch das Eis. Nicht nur die Eisschilder, Grönland, Antarktis, sondern auch das Meereis und das Eis bei den Gletschern. Und wenn wir jetzt diesen Monat, über einen Monat mal das Ganze laufen hier, so seht ihr, wie komplex die Dynamik ist. Wir haben die Mittelbreite im Wesentlichen Westwinde, haben wir auch einen Austausch mit den Tropen und wir haben die ganze Wirbelbildung, die hier bei uns nachher auch zu Hoch- und Tiefdruckgebiet führt. Also, wir sehen, dass in der Atmosphäre, aber auch im Ozean, die ganze Dynamik relativ komplex ist. Ich will hier nicht auf das Detail von diesem Austausch Tropen-Pol und auch von den Wirbeln in der Westwindströmung eingehen, aber ich will es vielleicht ein bisschen schematisiert noch schnell einmal anschauen. Ihr habt hier nochmal die Erde mit der schiefen Erdachse. Und was hier mit E- angetönt ist und mit E-plus, ist die Tatsache, dass die Erde Energie gewinnt von der Sonne am Äquator. Und sie verliert massiv Energie gegen Polen. Insbesondere natürlich in der Polarnacht, wenn es längere Zeit Nacht ist, haben wir einen riesen Energieverlust. Und wenn die Erde die Energie nicht austauschen würde, dann hat man mit der Zeit hat man den Polen unter minus 200 Grad und wir haben am Äquator gleich 100, 200, 300 Grad. Also mit anderen Worten,
die Erde wäre nicht lebenswert. Darum tauscht sie die Energie aus zwischen Äquator und Pol, in der Atmosphäre und im Ozean. In der Atmosphäre erfolgt der Wirbel in der Höhe, die sogenannten Hadley-Zellen im Pol, und da strömt die Luft gegen Pol zu und wird dann nach rechts abgelenkt. Und darum haben wir im Norden und im Süden eine starke Westwindzone. Jetzt soll ich mal hier ein bisschen wechseln, weil mein Laser wird schwächer. Das heisst, wir haben hier eine starke Westwindzone, ein Westwindband, unter dem leben wir ja. Wir haben ja zwischen einem Westwindstürm und nachher wieder blockierte Westwindlagen wie heute mit schönem Wetter. Interessant ist, dass wir nördlich von dieser Westwindzone häufig Tiefdruckgebiete haben, wie das Islandtief und südlich Hochdruck wie das Azorenhoch. Die Frage ist jetzt, wie viel tut das Atmosphärensystem an Energie austauschen zwischen Äquator und Pol? Interessant, etwa 50%. Ein Atmosphärenmolekül hat für so eine Zirkulation zu machen und dort etwa 2 Tage, 2 Wochen. Ein Wasserteil bei der Ozeanzirkulation, das wir als nächstes sehen, hat für einmal den Kreislauf zu machen etwa 500 bis 600 Jahre. Wie sieht die Ozeanzirkulation aus? Einerseits haben wir ein Aufquellen von warmem Ozeanwasser im Indik und im Pazifik. Das ist hier, wo der Ozean in der Oberfläche etwa 30 Grad ist. Das ist dort, wo man etwa Weihnacht herjettet und dann noch hilft, die Temperatur zu erhöhen. Und das Wasser fließt zum grossen Teil um Afrika herum, zum Teil um Südamerika herum. Fließt das Wasser eigentlich Europa, am Atlantik zu. Durch die Verdunstung wird es salzhaltiger, es kühlt sich nachher ab und sinkt nachher hier, südlich von Grönland, wieder ab. Und in der Tiefe fließt nachher das abgekühlte tiefe Wasser zurück und ersetzt das Wasser, das hier in der Oberfläche hierher geströmt ist. Das ist etwas wie ein Transmissionsriemen, Conveyor Belt genannt, auf Englisch, wie wir hier sehen. Und wie gesagt, tut auch das System in Grössenordnung 50% der Energie zwischen Äquator und Pol austauschen. Warum die auch 50%, wenn ein Wassermolekül so langsam ist? Natürlich, weil die Wärmekapazität des Wassers viel grösser ist als die von der Luft. Mit anderen Worten, wir verstehen die Klimaänderung nur, wenn wir die Störung von diesem Austausch zwischen Äquator und Pol probieren zu verstehen. Und das Geheimnis ist natürlich der Klimacocktail. Das ist nicht der Cocktail, den man halber trinkt in der Bar, sondern der ist ein bisschen anders zusammengesetzt. Wir haben nämlich hier die Faktoren aufgelistet, die zu Klimastörungen führen. Das sind mal erstens natürliche Faktoren. Das sind die Schwankungen der Erdbahn, also die Schiefe der Erdachse, die Veränderung der elliptischen Bahn von Erde und Sonne und das Schwingen, das Wobbeln, auf Englisch Wobble, das Schwingen oder das Hurlibub-Verhalten von der Erdachse. Und das, da habt ihr Schwankungen, die merkt ihr nur ganz fein. Die Zeitskala oder die Periodizität von diesen Schwankungen ist nämlich 20'000, 40'000, 100'000 und 400'000 Jahre. Aber das ist eigentlich der Prozess, der langfristig zu den Eis- und Zwischeneiszeiten führt. In den letzten 2,7 Millionen Jahren haben wir über 20 Eis- und Zwischeneiszeiten gehabt. Also wir haben etwa alle 100'000 Jahre eine Eis- und eine Zwischeneiszeit. Kommen wir nachher noch vielleicht darauf zu reden. Dann haben wir Schwankungen von Sonnenleuchtstärke, also die Lampe von Sonne schwankt. Da ist die Zeitskala viel kürzer, 11 Jahre, 90 Jahre, 200, 500 Jahre. Und wir haben nachher Vulkane. Vulkane sind wie ein Geiselklapp im Klimasystem. Wenn wir einen riesigen tropischen Vulkanausbruch haben, dann geht die Temperatur um 2-3 Jahre zusammen. Das letzte grosse Ereignis, sie sagen alle, da mögen sich nur wenig besinnen, das war nämlich 1816, 17, wo wir einen grossen Vulkanausbruch hatten in Indonesien. Und dann bei diesem riesigen Vulkanausbruch haben wir nachher im Folgejahr in Mitteleuropa das Jahr ohne Sommer gehabt, also praktisch keinen landwirtschaftlichen Ertrag. Und wir haben praktisch, also wir hatten sehr grosse Hungersnot gehabt, hier in diesen Gebieten. Und es hat oberhalb 800 Meter, hat es nachher in den 2 Jahren nach dem Vulkanausbruch
immer mindestens, jeden Monat mindestens ein ist geschneit. Also hat riesige Einbrüche gegeben, dann bei dem Vulkanausbruch vom Vulkan Tambora. Wir haben nachher menschgemachte Faktoren, die wir müssen beachten. Jetzt habe ich falsch gedrückt. Ja, das sollte wieder weggehen. Menschgemachte Faktoren, der Treibhauseffekt, der Treibhausgas, also das ist natürlich vor allem CO2. Wir haben dann Oberflächenveränderungen, wir haben Luftverschmutzung und wir haben dann natürliche Schwingungen. Die wichtigste Schwingung haben wir im Pazifik, das ist der El Niño, La Niña. Wenn wir also den El Niño haben, ist das Erdklima ein halbes Grad wärmer. Wenn wir La Niña haben, wenn es zurückschwingt, ein halbes Grad kühler. Und wir haben eine ähnliche Schwingung im Nordatlantik, ich komme noch darauf zu reden. Die führt dazu, dass wir so immer alle 10, 15 Jahre strengere Winter haben und dann wieder weniger strenge Winter. Also wir hatten strenge Winter, 50 bis etwa 75. Wir hatten dann sehr schneearme und warme Winter, 75 bis 98. Und seit 1998 haben wir wieder strengere Winter. Und diese Schwingung ist überlagert natürlich einer allgemeinen Erwärmung. Aber wir haben Gruppen von kälteren und von wärmeren Winter. Die Beobachtung stimmt, also die sich erinnern, Zegfröhren in 56, 63. Das war eben eine sehr aktive Phase. Ich schließe ab. Wir müssen im Ozean, in der Atmosphäre, im Eis und auf dem Festland müssen wir eigentlich all die Faktoren gut mischen. Also wir müssen eigentlich all die Faktoren beachten. Und die Faktoren ändern praktisch von Tag zu Tag ihre Zusammensetzung. Also wir haben nie in der Erdgeschichte eigentlich die gleiche Zusammensetzung gehabt von diesen Störungsfaktoren, von diesen natürlichen Schwankungen. Und die führen dann zu den Wetterlagen lokal und die Summe von allen Einzelwetterlagen über viele Jahre. Das ist eben das Klima. Also das Klima wird bestimmt durch ganz verschiedene Stör- und Schwankungsfaktoren. Und das müssen wir jetzt beachten, wenn wir eben Gletscher und die Alpenübergänge beurteilen wollen. Vielleicht zuerst heute etwas Klimageschichte. Wir schauen hier nur über 15'000 Jahre das Klima an, die Temperaturkurve von Zentralgrönland. Da sehen wir, dass Ende Eiszeit, das letzte Gletschermaximum war vor 22'000, 23'000 Jahren. Und Ende Eiszeit hat sich nachher die Temperatur erwärmt. Und wir leben jetzt eigentlich in einer Wärmephase, die seit etwa 11'700 Jahren andauert. Also das Holozän, der Mensch erscheint im Holozän, frisch. Und ich sehe, das Holozän hat auch Schwankungen gehabt, aber nach der allgemeinen Erwärmung nur noch kleinere Kälterückfälle. Da können wir nicht drauf zu reden. Ein grosser war noch einmal gesehen. Wo die grossen Eisschilder sind abgeschmolzen, ist dann plötzlich das Klima noch einmal kollabiert, nämlich hier. Das nennt man Wissenschaft die jüngere Trias. Dann ist nämlich der Golfstrom ist kollabiert, weil die Eisschilder sind geschmolzen in Sibirien und in Nordkanada. Der Laurentidische Eisschild, das ist das Süßwasser ausgebrochen auf den Atlantik und mit grosser Wahrscheinlichkeit hat die ganze Sache nachher noch ein paar hundert Jahre den Golfstrom blockiert. Und damit ist auch gezeigt, dass natürlich unsere Erwärmung, wie ich es gesagt habe, vorhin, dem Transmissionsriemen in Europa, wenn wir den Golfstrom nicht hätten, wäre das Klima bei uns etwa gleich wie in Nordkanada, mit also keine Landwirtschaft. Jetzt komme ich zu den Alpen und zu den Gletschern langsam. Ihr habt hier eine Darstellung über die letzten 6'000 Jahre, 6'000 Jahre vor heute, und hier ist die Gegenwart. Und hier seht ihr die archäologischen Zeiträume, das Neolithikum, also die Jungsteinzeit, Bronze, Eisen, Römerzeit und Mittelalter und Moderne. Und das sind noch einmal, ist jetzt die Verteilung von diesen wichtigen Schwankungseinflüssen dargestellt. Was ihr seht ist, durch die Sonnenbahn ist im Grunde noch die Strahlung in der Nordhemisphäre im Sommer, die ist markant zurückgegangen in den letzten 10'000 Jahren oder hier 6'000 Jahren. Eigentlich ist es von Sonneneinstrahlung im Sommer her bei uns kühler geworden. Es ist nur gerade in den letzten etwa 50 Jahren ist es wieder wärmer geworden. Also eigentlich ist von Einstrahlung her, von Sonne, von Sonnenbahn her, sind wir eigentlich in einem Minimum, aber wir sind noch weit
vom Minimum weg, wo eine neue Eiszeit gibt. Ich kann euch beruhigen, die werden es jetzt kaum mehr erleben, es geht etwa noch 50'000 Jahre bis zur nächsten Eiszeit. Wir sind also im Moment in einer sehr langen Zwischen-Eiszeit. Nachher seht ihr hier, es gibt Wärmephasen aufgrund von Sonnenaktivität. Die Sonne ist im Moment wieder ein bisschen aktiver. Sie geht jetzt dann wieder zurück in den nächsten 50 Jahren. Darum sage ich auch, der Klimawandel ist alles nur die Sonne, was natürlich nicht stimmt. Aber es gibt wärmere Zeiten, wie die Römerzeit oder wie im Mittelalter. Und die Vulkanereignisse waren am stärksten in den letzten 1000 Jahren. Das ist mit der Grund, dass wir auch die kleine Eiszeit hatten zwischen 1250 und 1860. Und ihr seht nachher hier natürlich das CO2 und natürlich vor allem die Erwärmung der letzten 40 Jahre maßgeblich bestimmt hat. Also wenn wir das im Überblick schauen, so haben wir eigentlich hier ein relativ warmes Neolithikum. Wir haben nachher die kleine Eiszeit, die kalt war, zwischen etwa 1250 und 1860. Und wir haben nachher die Erwärmung der Moderne, die vor allem auf den Treibhauseffekt zurückzuführen ist. Interessant sind jetzt zwei Sachen. Erstens kann man sich fragen, wann ist in der Menschheitsentwicklung in der Schweiz etwas Entscheidendes passiert? Ich war vor 10 Tagen Abschiedsvorlesung von Werner Stöckli von Ruhr und Frühgeschichte, und der hat ihre monumentale Übersicht zeigt, wie die Menschheitsgeschichte war von der Schweiz von den letzten 15'000 Jahren. Und dann hat er aufgrund von Vasenformen, aufgrund von der Waffen, von den Werkzeugen und aufgrund von vielen weiteren Feldbefunden gezeigt, dass die entscheidende Wende bei der Bevölkerung und auch Bevölkerungszunahme bei uns etwa 4'600 vor heute war. Und mit grosser Wahrscheinlichkeit, man kann es nicht nachweisen, mit grosser Wahrscheinlichkeit, weil die Bewegung von Nordost ist gekommen, waren das Kelten, die dann in die Schweiz eingewandert sind. Das war das erste Mal, als es eine einheitliche Kultur gab und wahrscheinlich auch eine einheitliche Sprache. Also die keltische Einwanderung ist erst der erste, und das hat genau zeitlich festgelegt, seit 4'600 Jahren vor heute. Und wir haben dann natürlich hier die Römer, die ja etwa 15 vor Christus im Alpenraum eingetroffen sind. Wenn wir jetzt noch kürzer die mittlere Temperatur der Nordhemisphäre anschauen, so ist es interessant, wir haben in der Römerzeit haben wir eine Wärmeperiode gehabt. Wir haben nachher einen Kälterückfall gehabt. Dark Ages Cool Period, also eigentlich die frühe Kältephase. Das ist eigentlich auch die Völkerwanderungskältephase, wenn man die benennt. Es hat eigentlich einen Rückfall gegeben um 250, aber dann vor allem einen grossen um 450 bis 600. Nachher hat man die mittelalterliche Erwärmung gehabt, wo die Alpen zum Teil viel stärker erschlossen wurden. Dann hat der grosse Einbruch der kleinen Eiszeit mit dem Minima von der Temperatur von 16 bis 1700 und nachher der Wärmung, wo nicht nur der Treibhauseffekt, sondern auch noch andere Faktoren haben eine Rolle gespielt. Wahrscheinlich auch einfach die internen Schwingungen im System und nachher vor allem der CO2-Effekt. Jetzt schauen wir Gletscher an. Ich tue mich ein bisschen konzentrieren auf wenige Gletscher und vor allem auf die im Berner Querschnitt, weil wir natürlich dort relativ viele Daten haben. Aber hier möchte ich doch zuerst noch einen Überblick zeigen. Und zwar ist das gerade, ich musste so ein neues Papier schreiben für die Akademie. Ist die Sonne schuld am Klimawandel? Wenn es jemand interessiert, kann ich das auch den Leuten zukommen. Über das Netz oder in Papierform. Was hier dargestellt ist, ist der Rückgang von Einstrahlung wegen der Erdbahnelemente. Ihr seht, von 10'000 Jahren vor heute bis in die Gegenwart haben wir rund 40 Watt pro Quadratmeter Einstrahlung weniger im Sommer auf der Nordhemisphäre. Dafür nimmt sie auf 60 Grad Süd etwa 35 Watt zu, oder 30. Also es gibt eine Umkehr. Und wenn wir jetzt 10 Analysen nehmen, rund 10 Analysen von den alpinen Gletschern und von den norwegischen Gletschern, und uns fragen, sind die Gletscher weiter zurück als heute im Mittel? Das kann man natürlich nur grob sagen. Ich habe es hier nur 500 Jahre genau probiert zu schätzen.
aufgrund von Ostalpinen, Zentral- und Westalpinen, Moränen und Baumringanalysen. Und in Norwegen vor allem ein Seesediment, das man Seeboden hat im Gletschervorfeld. Interessant ist einfach, in der Zeit, wo die Einstrahlung im Sommer extrem gross war, von etwa 10'000 bis etwa 3'000 vor heute oder 5'000 vor heute, sind Gletscher rot weiter zurück gewesen, wahrscheinlich weiter zurückgeschmolzen gewesen als heute. Allerdings in wesentlichen Zeiträumen nur ganz knapp weiter zurück. Sie haben etwa das heutige Stadium erreicht um die Römerzeit und nachher sind sie vorgestossen. Nachher haben wir das sogenannte Neoglazial und vor allem nach dem Jahr 600 nach Christus haben wir starke Gletschervorstöße gehabt. Also der Untergrindelwaldgletscher ist schon bis ins Tal vorgestossen, zum Teil sogar weiter talabwärts. Viele Gletscher sind weiter talabwärts gestossen. Und wir haben also jetzt etwa wieder das Stadium von Römerzeit oder ein bisschen weiter zurück. Und wir werden jetzt sukzessive in kurzer Zeit wahrscheinlich das Ganze aufrollen und die Gletscher werden gleich einmal nachher das gleiche Stadium erreichen, wieder Holozäne Wärmephase. Aber in einer Zeit, wo eigentlich die Sonneneinstrahlung sehr tief ist, weil wir eben müssen annehmen, dass der Tibuseffekt die entscheidende Rolle spielt. Also das ist eigentlich ein Rückgang von Strahlung, ein Anwachsen von der Gletscher in den letzten 6'000 Jahren, das eigentlich nur in den letzten 100 Jahren ganz stark geändert hat. Wenn wir jetzt Jahrringe, Baumgrenzen anschauen, eine ganz neue Arbeit hier von Kurt Nicolussi von Innsbruck. Er hat ja über Jahrzehnte, er und Vorgänger wie der Gernot Patzelt und andere, haben Bäume gesammelt und haben Bauenanalysen gemacht. Hier die Figur basiert auf Jahrringen von Bäumen, die man auf verschiedenen Höhen gefunden hat und die man auch nachher datiert hat. Und was ihr hier seht, das stimmt natürlich mit dem, was ich vorhin hier gezeigt habe, ein. Wir haben hier also den Rückgang von der Einstrahlung. Und was wir jetzt hier natürlich sehen, ist, dass natürlich auch die Baumgrenzen von rund 2400 Meter im Westtirol ist runtergekommen auf 2150 Meter in Grössenordnung. Während der zunehmenden sommerlichen Rückgang von der Einstrahlung. Also man hat hier eigentlich die Bäume genommen, die man im obersten Bereich gefunden hat. Und wenn man Bauenanalyse macht, sieht man, und Bodenprofil nimmt, sieht man natürlich den Rückgang auch ganz deutlich. Jetzt können wir uns fragen, von was hängt denn eigentlich das Leben von einem Gletscher ab. Das ist ja heute häufig diskutiert, wo man sagt, unsere Gletscher sterben. Und was ihr hier seht, ist die Abhängigkeit von einem wichtigen norwegischen Gletscher und vom Rhone-Gletscher von einerseits Temperatur und andererseits Niederschlag. Und eigentlich ist hier über die Skalierung, die ich jetzt nicht diskutiere, eigentlich andeutet, in welchem Monat spielen welche Faktoren die entscheidende Rolle. Grob ist natürlich das sichtbar. Das hat man hier statistisch ausgewertet, wo wir alle wissen. Im Sommer ist vor allem schwarze Temperatur, die entscheidende Rolle spielt. Im Winter ist vor allem der Niederschlag. Also mit anderen Worten, ein Gletscher, der im Winter nicht viel Schneezuwachs hat, der verhungert, weil er keine Masse keine positive Massenbilanz hat. Also beides spielt eine Rolle, Temperatur und Niederschlag. Interessant ist jetzt, dass jeder Gletscher ein bisschen anders reagiert. Die Verteilung sieht bei jedem Gletscher ein bisschen anders aus. Und jeder Gletscher reagiert auch in verschiedenen Dekaden, in verschiedenen Jahrzehnten ein bisschen anders. Der Mix ist also komplex und ändert immer. Aber Grundregel, Sommertemperatur und Winterniederschlag spielt eine Rolle. Jetzt gibt es alte Arbeiten noch von Innsbruck und von anderen Leuten. Und jetzt kann man sich auch fragen, welche Wetterlagen sind denn für Gletscher bei uns günstig? Und das sehen wir hier. Die schlimmste Lage, wo Gletscher tötend ist, ist die Südwestlage, wenn wir ein Tief haben, nordwestlich von den Alpen. Wenn wir also wie den Morgen und übermorgen eigentlich vor allem auch sommerliche Wärmeeinbrüche haben und zum Teil auch,
Und nicht der Schläge, die nicht aus Schnee fallen. Wenn Schnee fällt im Sommer vom Gletscher, das ist wunderbar. Dann wird er nämlich von dunkelgrau zu weiss und reflektiert nachher das Sonnenlicht und kann überleben. Aber die Südwestlage ist natürlich sehr schlecht. Darum ein Minus. Die winterliche Beisenlage, die ist auch nicht optimal. Der Gletscher hat zwar kalt, das ist gut für ihn, aber er bekommt keinen Schnee. Das kälteste Jahr von den letzten 1000 Jahren, 1692, da hat es gemäss Christian Pfister und Klosteraufzeichnungen Engelberg, Einsiedl und so weiter, je nach Ort 2 bis 5 Mal geschneit in diesem Winter. Und immer nur von Beisenseiten, von Beisenschnee, was ist irgendwie 3 bis 4 Wochen unter minus 20 bis 25 Grad gewesen. Mit anderen Worten, es hat keinen Massenzuwachs gegeben und die Gletscher sind eigentlich in dieser kältesten Periode von den letzten 1000 Jahren nicht gewachsen. Die beste Lage ist die Nordwestlage. Da kommt nämlich kühle Luft, kalte Luft und feuchte Luft. Also es kommt aus dem Nordwesten oder aus dem Norden, kommt vom Atlantik her feucht, kalte Luft. Und das ist eigentlich für Gletscher das Beste. Wenn wir jetzt noch schnell das Wetter rekapitulieren oder das Klima der letzten 1000 Jahre, so sehen wir hier 1000 Jahre, die sieht hier noch wieder die Temperaturkurve. Das ist jetzt ein Mittel von der Nordhemisphäre. Die ist zurückgegangen und ist eben erst ab 1900 nachher wieder stark angestiegen. Wir haben also die kleine Eiszeit gehabt, warme Mittelalter und warme Gegenwart. Wenn wir jetzt den Antrieb schauen, vom Klimasystem, wieder der Cocktail, den ich Ihnen gesagt habe. Und das anschauen, so sehen wir, dass wir bei der Sonne eigentlich Schwankungen hatten. Und die Sonne, die Strahlungsminima von der Sonne, von der Lampe von der Sonne, die ist nach Forscher, nach bestimmten Forschern genannt worden. Beispielsweise einer von meinen Vorgängern war Rudolf Wolf in Bern, Spörer im Unterdalten. Und ihr seht, wir hatten immer wieder so Minima gehabt, wo die Lampe von der Sonne etwa 1 Watt Grössenordnung bis 1,5 Watt schwächer ist worden. Das hat zur Abkühlung geführt. Aber entscheidend sind nachher die Vulkanereignisse gewesen. Das grösste Vulkanereignis der letzten 10.000 Jahre war hier 1259 gewesen. Wir wissen noch heute nicht, welcher Vulkan es war. Aber man hat in den Eisbohrkernen von Grönland und der Antarktis riesige Aerosol, also Rückstände vom Vulkanausbruch. Er ist sicher knapp auf der Südhemisphäre wahrscheinlich gewesen. Es hat etwas mehr auf der Südhemisphäre, mehr im Südpol als in Grönland. Und ihr seht jetzt, zum Teil habt ihr hier eine Überlagerung von Sonnenminima und starken Vulkanereignissen. Und im Hinterkopf haben wir nachher auch noch die Energieabnahme über 10.000 Jahre im Sommer. Darum haben wir hier auch eine kleine Eiszeit. Und in der kleinen Eiszeit haben wir interessanterweise eben 4-mal eine schwache Sonne gehabt, 1250, 1450, 1600 und 1800 bis 1850 mit vielen Vulkanen. Und das hat eigentlich zu kleinen Eiszeit geführt. Und das abrupte Ende von dieser Kältegeschichte, wir wären eigentlich jetzt in einem Kälteklima, müssen wir mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, weil hier das Treibhausgas hat zugenommen. Ihr seht auch den Betrag von Strahlung, die hier steigt, der Bodenoberfläche, ist jetzt bei 2,5 Watt. Ein solares Minimum ist höchstens 1 Watt. Also entscheidend ist natürlich sein Treibhausgas in der letzten Zeit. Wir haben also hier die tiefste Temperatur im 17. Jahrhundert und haben interessanterweise nachher, wo die Wetterlagen wieder günstiger sind, also nicht mehr Beisenlagen, sondern Nordwestlagen, haben wir nachher effektiv ein kaltes Klima gehabt und zum Teil auch genügend Feuchte. Und aus diesem Grund haben wir nachher im 17. Jahrhundert, jetzt sehen wir hier den Grindelwaldgletscher, da bei dieser Linie war er im Jahr 2005 gewesen. Jetzt ist er schon bereits wieder weit. Jetzt ist er schon bereits wieder. Entschuldigung, da war er 2005 gewesen. Und jetzt ist er schon bereits wieder weiter zurückgeschmolzen. Und ihr seht hier, dass er natürlich im 17. Jahrhundert relativ weit vorgestossen ist. Der letzte grosse Vorstoss war dann, wo wir ebenfalls einen Einbruch hatten bei der Sonne, 1805 bis 1820. Und eine grosse Zahl von Vulkanen, vor allem 1809 und 1816,
habe ich vorhin schon erwähnt, ein Jahr ohne Sommer. Und ihr seht, das war das letzte Mal, als die Gletscher massiv vorgestossen sind, der Grindelwaldgletscher, eben um 1810 bis 1860. Im Echo von Grindelwald gibt es aus den 1850er Jahren Berichte, wo sie schreiben, wie der unter Grindelwaldgletscher bis in den Talboden ist vorgestossen, in die Hirse und Heufelder von den Bauern. Die Vorstossgeschwindigkeit war 80 cm am Tag. Und es hat geheissen, die neue Eiszeit kommt. Und es war eigentlich eine Überraschung, dass nachher eigentlich eine Umkehr ist eintreten, später. Jetzt vielleicht noch ein Bild aus dieser Zeit vom Grindelwaldgletscher. Die sieht hier also ein Vorstoss, den ihr hier seht, das sind Vorstöße, Rückzug, Vorstoss, wo der Heinz Zumbühl hier ausgewertet hat, bei uns vor allem alte Gemälde und Dokumente. Und ihr seht, der zweitletzte Vorstoss aus dem 17. Jahrhundert und der letzte in der ersten Hälfte im 19. Jahrhundert. Und Gottlob haben wir aus dieser Zeit auch Dokumente. Ihr seht beispielsweise hier von 1826 das wunderschöne Gemälde von Samuel Biermann, das sehr naturalistisch ist, das er sehr fundiert hat, an Ort gemalt. Und ihr seht hier, wie der unter Grindelwaldgletscher hier über den Schopfelsen runterstößt, bis hier nach Grindelwaldgrund. Es gibt nachher aus dem 19. Jahrhundert ein Foto. Das ist die erste Foto von 1858. Und ihr seht hier die riesige Eismasse, die dann noch sich bis runter ins Wohngebiet hat erstreckt. Und ihr könnt euch vorstellen, die Ängste, die dann waren, dass eine neue Eiszeit nachher alles überfährt. Beim Gorner Gletscher hat der Gorner Gletscher hat zum Teil Hütten überfahren, also Alphütten, und ist über die weggefahren. Die sehen nachher hier den Stamm 2006, und ihr wisst ja selber, der Felspartie ist nachher später abgebrochen. Es hat Moränenabbrüche gegeben, also der Wärmung hat nachher hier sehr stark gewirkt. Jetzt die Frage, Zusammenhang zum Passverkehr. Hey, Gletscherschwankungen Zusammenhang zum Passverkehr? Da vielleicht noch einmal der Überblick über die letzten 12'000 Jahre. Das ist jetzt die Lesart nicht vom Klimatologen, sondern von den Archäologen. Die sieht hier Wildbeutertum, Jagd, Sammelwirtschaft, nachher Sesshaftigkeit, Landwirtschaft und nachher Industrialisierung, Urbanisierung. Wenn wir uns fragen, wenn sie Kälte kommen, wäre Kälte also hier etwa, im Schweizer Mittelland eingewandert und gleich nachher natürlich auch in die Alpentäler rein. Also im Neolithikum sind wahrscheinlich, Fragezeichen noch ein bisschen, Kälte gekommen und haben nachher hier sind sesshaft geworden und Landwirtschaft betrieben. Interessant ist aber, nach Auswertungen von Archäologie Basel, Bern und Zürich, wenn man das anschaut, hat es immer wieder Kältephasen gegeben, Kälterückfälle bei Sonnenminima und bei starken Vulkanen. Und interessanterweise sind dann Pfahlbauten und Kältesiedlungen aufgelassen worden. Und bei der frühen Kältephase haben die Kälte nachher wieder sehr viel gejagt. Also mit anderen Worten, der Übergang von Jäger und Sammler zur Sesshaftigkeit, der war schwankend. Und immer dann, wenn es kalt wurde, haben sie zum Teil die Pfahlbauer, die fixen Siedlungen wieder aufgegeben und sie einfach den Tierherden nachgewandert. Und man kann nachher auch feststellen, dass in dieser Zeit, wo Kältephasen waren, effektiv nachher auch gewisse Tierarten ausgestorben sind, weil sie eben sehr stark sind bejagt wurden. Das zum Überblick, das ist auch wieder dargestellt ins Neolithikum, Bronzezeit. Es gibt jetzt natürlich sehr viele Analysen von Sediment in Bergseen. Ich zeige hier nur den Sägistalsee oberhalb Grindelwald. Und da kann man jetzt natürlich die Umwelt, wenn man bohrt im See, hat man häufig in schönen Seen hat man laminierte Sedimente mit Jahresschichtung, mit also im Sommer sieht man dunkel, organisches Material, das verfault und im Winter ist sauer. Und was ihr dann hier seht, die könnt nachher beispielsweise verschiedene Grössen bestimmen, also Bodenbildung, Steinserosion, Sauerstoffgehalt im tiefen Wasser. Interessant ist hier Bäume und Sträucher, also Bauenanalyse. Da seht ihr, wie die zurückgehen, wie man also gerodet hat zum Teil. Beweidung kann man aufgrund von verschiedenen Grössen chemisch bestimmen. Und ihr seht nachher die Häufigkeit von Feuer in der Umgebung vom See. Und da seht ihr, da ist eigentlich der Peak ist eigentlich hier,
Der ist hier auch bei 400-600 Jahren. Hier muss man annehmen, dass bei der keltischen Einwanderung auch die Alpengebiete eben erschlossen wurden. Die Frage ist jetzt natürlich, wie haben die Siedlungen ausgesehen? Es gibt jetzt sehr viele Rekonstruktionen, beispielsweise von verschiedenen, also Della Casa, Zürich, Stöckli, Hafner Bern und Schibli Basel und so weiter, die versuchen zu rekonstruieren, wie die Siedlungen im inneralpinen Raum haben ausgesehen. Und ihr seht hier beispielsweise aus W, Le Château auf 840 Meter, wie man sich hier eine neolithische und eine frühbronzezeitliche so eine Höhensiedlung vorgestellt hat. Die waren häufig so erhöht auf Plateau gewesen. Also die Kelten haben ja immer eigentlich Hügelgebiete gesucht. Und auch inneralpin waren die Siedlungen so angelegt gewesen. Man hat nachher zum Teil auch so Abrieb, so Unterschlöpfe in Höhe, wo deutlich gebaut waren. Also man hat dann auch so Biwak gebaut mit Steinen. Der Ötzi ist ja eventuell in der Ötzi-Zeit, da hat das auch eine Rolle gespielt. Der Ötzi ist ja etwa 5300 vor heute, ist er zu Tod gekommen. Wobei es da natürlich die schlimmsten Annahmen gibt darüber, weil er ein Pfeil hat im Rücken. Oder? Also, in der Wissenschaft sagt man, es könnte eine mächtige Person sein. So die richtigen Tiroler Männer. Mit Bart sagen natürlich ist sicher eine Frau im Spiel gewesen und so weiter. Also es gibt ganz böse und komische Annahmen, aber sicher ist er dort oben ja, erschossen worden und nachher eingelagert worden im Eis. Und eben dank dem Neoglazial, weil die Gletscher sind nachher vorgestossen, nach 5000 vor heute, ist eben dort auch gefriertrocknet worden und konserviert. Jetzt zum Transit über die Alpen. Der Transit über die Alpen, der hat schon sehr früh gespielt. Die seht hier rekonstruiert mit diesen braunen Pfeilen die Einwanderungsrichtungen von den Kelten, wie man sie eben etwas vor 4000 vor heute hat angenommen. Also man nimmt an, dass sie von Süden kamen, zum Teil über Pass, natürlich vom Genfersee her, aber auch von Norden. Und was man weiss, ist, im Berner Querschnitt, aber man kann das auch hier annehmen, also wir können natürlich auch beispielsweise im Übergangsgebiet von Engelberg ins Rüstal, über, wie heisst das, Surnenpass, oder? Dort über diesen Pass kann das auch angenommen werden. Die Pässe sind begangen worden. Interessant ist, dass man für einen Transit natürlich nicht die gleichen Orte hat gewählt wie heute. Und zwar war das Hauptproblem, ist gewesen, dass häufig dort, wo die kürzeste Verbindung war, war eine Schlucht. Und die Schlucht konnte man nicht überwinden. Nicht Schöllen ist ein typisches Spiel. Die konnte man nicht überwinden. Und man hat nachher Wege gesucht, die überwindbar waren. Das war der erste Faktor. Der zweite, die Steilheit des Geländes. Sobald es Felsstufen hatte, war es für Maultiere sehr mühsam. Und wenn man sie mit grossen Lasten noch bepackt, so hat man diese Orte gesucht, also die Kürze vom Weg zwischen Nord und Süd hat er auch gespielt, keine Schlucht und regelmässige Steilheit. Und interessant ist jetzt Folgendes, im Berner Querschnitt hat man ja immer davon geredet, der Sanetsch war wichtig, der Ravil, Gemmi, Lötschenpass. Das Problem ist nur, alle die Pässe, die haben Steilstufen, die zum Teil vom Maultier kaum begehbar sind. Was man nicht gewusst ist, dass eigentlich das Schneidenjoch oben der Riffigen Alp bei Lenk eigentlich der günstigste Übergang war mit regelmässiger Steigung und wieder Steigung auf der anderen Seite des Wallis. Was man nachher gefunden hat, ist später im Iffigen Seele oben der Lenk hat man eine alte Mauer gefunden und hat dann festgestellt, dass die römisch ist, eine römische Sust. Und hinter dieser Sust hat man dann auch mit Metalldetektor zwei grosse Häufen gefunden mit Schuhnägeln. Man konnte sogar noch feststellen, welcher Schmied, wenn in Rom, die hat hergestellt. Dort haben die Römer später ihre Maultiere gewechselt und haben die Schuhe neu beschlagen in diesem Gebiet. Mit anderen Worten, das Schneidenjoch ist wahrscheinlich in der Römerzeit, wo eben Gletscher eher noch etwa so sind gelegen, das gleiche Stadium hatten wie heute, ist begehbar gewesen.
Also so sieht es heute aus, oder? Das Wildhorn und dann das Schneidejoch wäre hier der Passübergang. Man kann also hier über die Moräne auf und kann dann hier schön drüber. Mit relativ gleichmässig kann man dort aufsteigen. Wenn man schaut, wie es ausgesehen hat, beispielsweise im Jahr etwa 1900, ist hier natürlich noch der Gletscher gelegen, ist völlig undenkbar gewesen, hier drüber. Aber so hat es in der Römerzeit ausgesehen. Also folglich sind Passübergänge, die günstig waren für die Säumern, das waren die entscheidenden gewesen. Und das hat man eigentlich hier nicht gewusst. Hier ist es also nicht gegangen. Die Frage ist, wie hat man es herausgefunden? Wir hat auf dem Schneidejoch vor etwa 5 Jahren ein deutsches Ehepaar, hat wie in Österreich, oder sie glaube ich, hier sind es Holländer gewesen, sogar zuerst. Die haben Artefakte gefunden. Birkenholz, Pfeilköcher aus Birkenholz, Schuhe, Lederhosen, nachher Pfeile, Schuhnägel, Münzen, nachher so eine Tunika und so weiter. Und wenn ihr jetzt schaut, habe ich hier wieder die 6000 Jahre abgedreht. Ihr seht hier, das ist von 5 Gletschern, Vorstöße blau und die Rückzüge weiss oder grau. Und ihr seht, es hat Warmzeiten gegeben, 4500 vor heute, knapp vor 3000, und in der Römerzeit war es warm gewesen, und im Mittelalter waren die Gletscher noch mal zurück gewesen. Und die Artefakte auf dem Schneidejoch, die sind auch lassen sich genau zuordnen, diesen Warmzeiten. Dann war der Pass begangen und zwischen eben nicht. Man hat vorletztes Jahr mit zwei Leichensuchhunden von Mailand den Schneider gesucht. Aber der ist wahrscheinlich gefressen worden. Weil wir neben Mötzi einen Schneider wollen. Aber was wir immerhin haben im Kanton Bern, wir haben die schöneren Artefakte, wir haben einfach keine Leiche, die wir ausstellen können. Das ist ein bisschen Problem. Und ihr seht, wir haben nachher die vier Vorstöße von kleiner Eiszeit und der wärmigen Gegenwart. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, wir haben Klimaschwankungen, natürlich. Wir haben nachher Klimaschwankungen, die Menschen gemacht sind in den letzten 40 Jahren. Und es hat Einfluss gehabt auf Gletscherschwankungen und Passverkehr. Welches könnte jetzt Einfluss sein auf das System in Zukunft? Wie sieht das Klima aus in Zukunft? Zuerst das Wetter. Wir müssen dürfen annehmen, dass in Zukunft eigentlich aufgrund des Treibhauseffekts Tiefdruckgebiete nördlicher bei uns vorbeiwandern. Die Winter werden also wärmer. Aber sie werden zum Teil vielleicht, wenn wir Tiefdruckgebiete haben, auch sehr effektiv. Stärke Niederschläge zeigen die Modelle. Also wir haben weniger Tiefdruckgebiet, aber stärker, eher stärker Niederschläge im Winter. Wir haben im Sommer, also feuchter und wärmer, im Sommer müssen wir annehmen, dass sich das Azorenhoch durch die Nordverschiebung deutlich ausdehnt auf Europa, dass wir also wärmere Sommer haben. Aber neben trockener und wärmer haben wir natürlich auch wieder die Schwankungen, die ich genannt habe, von der Nordatlantischen Oszillation. Wir schauen jetzt den Mechanismus nicht mehr an, und einfach sind wir uns bewusst, wir haben hier blau, es war kalt zwischen 50 und 75, es war warm von 75 bis 98 und im Moment sind wir trotz der allgemeinen Erwärmung wieder in einem kühleren Modus. Was heisst es für Gletscher? Gut, wir können jetzt Szenarien nehmen vom UNO-Klimarat über Temperatur und Niederschlag und können das rechnen für einen Grindelwald-Gletscher für einen Unger, das ist hier gemacht. Dann sehen wir natürlich das, was wir wissen, dass wenn wir jetzt heute hier sind, dass natürlich die Gletscher weiter werden schrumpfen, insbesondere die Gletscher, die in tiefen Taullagen liegen. Also wir haben ein typisches Schrumpfen bei den Gletschern. Und jetzt kommt etwas dazu, was ich auch vor allem im Sommer betonen will. Wir haben hier Temperatur Sommermittel von den letzten 30 Jahren und hier der Sommer 2003, die sieht, das war ein Ausreißer. Also wir müssen annehmen, dass es wärmer wird. Aber typisch ist eben auch, dass es nicht nur wärmer wird, sondern typisch ist vor allem auch beim Niederschlag, dass die Schwankungsbreite markant zunimmt. Also es nehmen nicht nur die kühleren, also die Temperaturen
bewegen sich gegen höhere Temperaturen, sondern die Schwankungsbreite nimmt auch zu, insbesondere beim Niederschlag. Es wird nicht nur der Rechner, wenn wir das Tiefdruckgebiet haben, werden sie ja viel effektiver mit dem zunehmenden Treibhauseffekt. Und jetzt schließe ich ab. Was müssen wir erwarten im Alpenraum? Und ich werde hier nur noch drei Bilder zeigen. Und da werde ich gerade warnen. Was ich hier zeige, ist spekulativ. Regionale Klimamodelle sind ungenau. Und alle die, die den Teufel die Wange malen, bereits jetzt, das ist sehr problematisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Ereignisse stärker werden, die ist gross, aber sie ist nicht bewiesen. Dem noch. Also, wir müssen uns ja mit gewissen Vorstellungen befassen. Und ich zeige jetzt eigentlich drei Bilder, die die Zukunft nicht nur von den Gletschern und vom Alpentransit, sondern von unserer alpinen Umwelt können charakterisieren. Das ist für den Winter, habe ich gesagt, Tiefdruckgebiet nehmen wir ab. Aber die Sturmhäufigkeit müssen wir annehmen, die extrem, dass sie zunehmen. Wir müssen annehmen, dass Winterstürme, zum Teil auch Winterüberschwemmungen, wie der Lothar, dass solche Ereignisse zunehmen. Zweitens Sommerüberschwemmungen, die zerstörend wirken, natürlich auch mit Murgängen und so weiter. Jetzt das traurige Beispiel von Brienz, wo jetzt übrigens, weil ich kürzlich war, dort war, massivst hier in der Mitte verbauen ist. Oder? Die Häuser sind weg. Und wir haben jetzt hier einfach Betonverbauungen, weil man den Wildbach hat müssen zähmen. Also das ist etwas, wo wir uns müssen damit befassen müssen. Und schließlich das Letzte, da ist noch Grindelwald, Zitermoräne, in Fliessrichtung vom Gletscher rechts, bei Reck, wo nachher hier abgestürzt ist, wo man nachher neu wieder aufgebaut hat. Also hier noch die Stierreckhütte, die jetzt bei Reck ist. Und hier ist natürlich das Permafrostschmelzen, die Hangrutschung und Felsstürze, die eine Rolle spielt. Wenn man das zusammenfasst und der Alpentransit, Gletscher, aber auch andere Faktoren in Erwägung zieht, so muss man sagen, der Klimawandel in der Schweiz, den bekommen wir sicher in den Griff. Also wir haben finanziell haben wir die Möglichkeit und wir haben von den Auswirkungen her haben wir keine grossen Probleme. Was uns natürlich immer noch Klimarat beschäftigt, das sind die exogenen Faktoren. Was passiert in den Ländern, die austrocknen wie die äußeren Tropen und Subtropen, die nachher gigantische Migrationsströme erzeugen. Das ist eigentlich das, was uns beschäftigt. Aber das war nicht Thema von meinem Vortrag. Ich wollte euch heute ein bisschen die Alpen zeigen. Ich danke euch.